Moin, moin und herzlich willkommen zu. Ich habe auch keinen Plan mehr, wer jetzt noch ansagen Ah, muss. nee, ich habe einfach Ich gedacht. weiß es nicht mehr. Also momentan sieht es ja so aus, du machst Ansage, ich verabschiede immer. So, Irgendwie wohl. so macht's den Anschein, Ja, ja. ist ja Ja, schäbig. wir sind in Ja, du diesem hast auch eine Part. Uhr im Blick. Ich kann gar nicht gescheit abmoderieren. Wir sind in diesem Part wahrscheinlich, sagen wir mal, in der noch Trainingsphase. Wir werden wahrscheinlich nichts anderes sehen. Aber unsere Themen sind ja auch immer sehr interessant und die große Frage, die sich heute stellt, entwickelt sich Golbert? Never. Ich habe die Faxen dicke, ey. Will Golbert nicht mehr trainieren. Wenn sich Bin ich nicht mehr. es entwickelt, ist es auch fertig. Sagen wir es mal so. Es hat vom Level her ist es hoch genug. Auch die ganze Zeit überlegen, ob ich nicht schon mal bei Lorelei reinrennen soll. Einfach mal so auf den Zahn fühlen. Ja. Fuck, mir fällt was auf. Ich habe keine einzige Eisattacke im Team. Ich könnte Blizzard irgendwem beibringen. Hast du denn? Achso, für Siegfried. Für das Dragoran auf jeden Fall, damit möchte ich mich nicht allzu lange befassen. Weil ansonsten prügelt sie dich tot an dem. Ja. You found a Schutz. Ah, mein letzter Schluck Kaffee ist kalt geworden. You found a Schutz ist einfach so lächerlich. 85% hat mein Golbat hat gleich ein Level ab. Ganz im Ernst, wenn das mein Game wäre, wenn ich Pokémon MMO entwickelt hätte, dann würde bei Schutzkondome stehen. You found Kondome. Das Erste, was ich machen würde, wenn ich sowas entwickeln würde, ich würde die Möglichkeit einsetzen, dass man hier den Kampfstil wechseln kann. Auf jeden Fall, das ist so anstrengend, ey. Das wird auch in der Liga so brutal werden, einfach Oh nur. ja. Da wird es nochmal richtig Waren crazy. wir uns sicher, wir können uns ja noch nicht mal sicher sein, dass sie ihre Standard-Kits an Pokémon haben. Das glaube Also ich wohl. denkst du, dass sie ihre Standard-Kader haben? Ja, die haben die den hier, die haben es auch hier nicht geändert. Also ich Ja, wieso denke. hat denn das gerade so hart geleckt? Ich hab nix. Die FPS sind gerade auf 30 runtergesprungen, wahrscheinlich deswegen. Das Imitak ist ganz merkwürdig reingeflogen gekommen. Von der anderen Seite. Hui. Ja, nee, so stückchenweise. Okay. Ja, ich Überleg auch denke noch mal, die. dass die wohl die gleichen Pokes haben werden. Ich You denke aber, found a trunk! dass die vielleicht Schön! stärker Geil! sein könnten. Herrlich! Na, Ah. Nee, ich bin doch jetzt überlegen, wie ich danach den Rest des Abends verbringe. Versuche ich nochmal eine Runde Bloodborne und riskiere, dass ich den Controller meines besten Kumpels kaputt mache? warum macht das Ding Schaufler? Bist du doof? Oder versuche ich nochmal in Final Fantasy Type Zero weiterzukommen? Aber mir ist Oder total LOL. was aufgefallen, was mir sehr entgegenkommt. Man kann, also da wo ich jetzt gerade bin, ich bin mit meinen Figuren so Level zwischen 25 und Ja! 30. Golbert entwickelt sich. Ich bin mit meinen Endlich. Figuren da gerade, Entschuldigung. mit meinen Charakteren bin ich gerade zwischen Level 25 bis 30 so ungefähr und kann Quests annehmen für Level 35 bis Level 40. Was Vermute war ich mal, dass das das ein. denn? Sch ja, weiß ich nicht, aber ich vermute mal, dass das dann so ein Spiel ist, dass du einmal ganz normal die Story durchzocken kannst und dann quasi so Bonusmissionen bei einem zweiten Durchlauf machen kannst und dann, weiß ich nicht, noch extra Gear oder Loot freischaltest. Okay. Dann würde ich nämlich auch sagen, dass ich das erst einmal so just for fun durchspiele und dann einmal als Aufnahme. Dann kann ich auch noch gleich mehr Content mit reinnehmen. Ja, das stimmt. Das ist immer gut eigentlich. Ja. Ja, aber ich meinte eigentlich nicht gerade, was bei dir, was war das Ach denn, so, sondern oder? Xbert hat bei seiner Entwicklung gerade so einen Rizeros-Sound gemacht. Wie geil ging das hier bitte gerade hier? Barlanta hat geantwortet. Ja, da hat er gefragt, wo er eine Karte herkriegt. In Kanto am Anfang neben dem Haus deiner Mutter, so gesehen, dieser Garry's Haus. Da ist deine Schwester und die gibt dir nie. In dem Haus deiner Mutter, Junge. Ach, das ist bei dir da. Ach, das Motorrad vorbeigefahren oder sowas. Lol, was? Bei dir. Ach so, ja. Ja, Das deswegen so. nimm gegen so ein Biker. Nee, ich wollte Musst gerade du sagen. Top 4? Ich hab 5 Smallons. Ich fick die. Ja. Das müsstest du auch mal bringen, die Top 4 nur mit Beleber und Explosion knallen. Wie geil das ankommen würde. Und dann in der Siegeshalle. Yay! Darauf eine Explosion. Bam! Oh, scheiße, ich kann sowas nicht reinschneiden. Ich Nee. suche mal einfach irgendwo auf YouTube so ein Video von der Explosion und schneide das rein. Wie doof. Explosion! Oh. Knallen muss es! Oh, ich lache schon wieder so hart, dass Ach, meine Seele Scheiße. wehtut. Eine Oh, Blitzer ist gleich Horde. Level 50. So, ich hoffe mal, die Horde ist mit dem Surfer weg. Horde! Nee. Die Nee. Horde rennt.
die macht alles nieder, die Horde rennt. Alter, das höre ich mir gleich wieder an, das ist so geil, das Lied. Das ist auch echt cool. Ich habe auch nur Horde gespielt, als ich noch WoW gespielt habe. Ich muss das auch mal wieder aufnehmen. Bist du in der Allianz? Bah, scheiß Baumkuschler! Weg mit euch! Horde, tauchen! Kämpft! Knüppelt alles nieder! Oh yes. Horde, Tauchen und Orks. Gibt nichts Schöneres auf der Welt. Ja. Ich weiß auch noch nicht, was ich von den neuen World of Warcraft-Filmen halten soll. Da habe ich auch mal mehr als gespannt. Ich nehme das mit gemischten Gefühlen auf. Es klingt so, als wenn das tatsächlich Potenzial haben könnte, aber Potenzial heißt ja nicht, dass etwas auch wirklich gut wird. Das nicht. Wir kämpfen in der Welt von Azeroth! Wenn du noch einmal Azeroth und nicht Azeroth sagst, schlag ich dich. Und wir hatten diesen einen Spinner bei uns in der Klasse früher in der Schule, der sich geweigert hat, englische Wörter zu benutzen oder Wörter auf Englisch auszusprechen. Azeroth! Boah. Ich krebs von, ey. Also. Wir sind auf der Suche nach einem Krieger mit dem Namen Krustenkäse. Das ist mein Sohn, warum? Wir müssen ihm dieses Schwert bringen oder sein Charakter wird sterben. Die Folge ist immer noch episch ever. Ich liebe die. Es gibt keine bessere Folge, finde ich, ey. Die ist Make so love, geil. Not Warcraft. Ja, die ist so geil. Luchi, sau weg! Das ist doch herrlich, ey. Mama, Schüssel. Das ist auf Englisch noch geiler, ey. Mom, Bathroom! Was ist denn mein Schatz? Mom, Bathroom! Oh Gott, ich hab schon wieder Durchfall. Oh, ein fettes Stück Scheiße, ey. Das ist so herrlich. Auf jeden Fall, ey. Ah, Sehnscheinentzündung, Sehnscheinentzündung. Wir brauchen dich im Kampf. Her, nimm Salbe. Wie lange wieder dahin torkelt dann, ey. Mom, ja, mehr Hot Pockets. Ja. Das ist so herrlich, ey. Schön, ey. Boah, kann ich jedes Mal wieder wegfeiern. Ja, ich glaube, ich muss gleich mal wieder eine Aufnahme machen von, ey. Wie besiegen wir diesen mysteriösen Krieger? Ich habe gar keinen World of Warcraft Account. Ich spiele Hello Kitty, der lustige Inselspaß. Ach, das geht nach Hause. Kauf dir World of Warcraft, installier's, bevor wir dich alle umbringen. Was hast du, kannst kein Zwerg sein. Ich bin der Zwerg. Ehrlich, ey. So, das ist zu schön. Da, Freund, jetzt wirst du gepornt. Wir haben es mit jemandem zu tun, der absolut kein richtiges Leben hat. Wie tötet man etwas, das nicht richtig lebt? Alter, wer ist denn der Kerl? Das ist ein richtig fett krasser Pro-Gamer. Und dann dieser fette Kerl, ja, Chips reinschaufelt. Mann, ey. Ach, schön. Das ist so blöd und so schön. Mhm. Oh, ey, mit deiner Armbrust ab, Kleid. Dalin ab. Kleid. Kleid. Verdammt. Scheiße, wir haben Kleid verloren. Dann liest er sich vorne Magazin ab. Scheiße, wir haben Kleid verloren. Oh, herrlich, ey. Boah, ich muss gleich noch so viel. Ich muss mir unbedingt diese Folge wiedergeben. Ist so herrlich, ey. Oh, und dann dieses geile Lied dabei, wenn sie am Trainieren sind. Live to win, ey. Herrlich. Wenn sie die Wildschweine abschlachten und immer fetter werden. Oh, ja. Ah, oh, ich muss wirklich gerade in einer Tour grinsen, mir tut das ganze Gesicht weh. Hab ich aber auch. Boah, ehrlich, ey. Boah, ich hab die letzten zwei neuen Staffeln von South Park gar nicht mehr verfolgt. Okay, ach, ich brauch ich gar nicht drüber reden. Und der einen stellt sich heraus, dass hier, kennst du diese Sängerin Lordi? Mhm. Der stellt sich heraus, dass das der Vater ist, Randy Marsh. Der singt ganz normal richtig scheiße und mit Soundboard oder Soundmash. So eine komische neue Software, die als die Staffel rauskam, gerade neu war, stellt sich dann heraus, dass er seine Stimme einfach nur so getuned hat, dass er so gut klingt. Dann führt er so ein geheimes Doppelleben und will die ganze Zeit aufhören, darf aber nicht, weil der Konzern ihn immer weiter unter Druck setzt, dass er mehr produzieren muss. Er hat einen Vertrag unterschrieben. Ach du Scheiße. Und dann verrät er das Stan und Stan fällt erstmal in Ohnmacht. Denn ich bin Lonnie. Ja, genau, der. Nein, warte, ich zeig's dir. Hier, das ist das, was ich aufgenommen habe. So. Und dann tue ich es in mein Soundboard rein.
wenn da hier was und da was und dort was und dann klingt das so. Hörst du wirklich ein Originallied von Lordi? Siehst du, Stan, ich hab dich nicht angelogen. Es ist einfach so, weg. Alter. Balranta, liest dir mal. Kannst du das lesen, was er gerade geschrieben hat mit Surfer? Was? Ranta? Balranta. Schreibt gerade. Surfer Heros, nennt Gino, sich das. Heros. Surfer nennt sich das. Das ist eine VM2, meine ich. Leute, aber... Balranta, Surfer, das ist eine VM2, meine ich. Alter. Hey. Ey. Überschreiben. Paul, mach du Assi. Nice. Es war richtig schön reinhalten oder so, stimmt, Alter. Leute. Play, das ist ja peinlich. Boah, es ist traurig. Alter! Spielen die alle zum ersten Mal Pokémon? Safari-Zone! Ja. Ich kann auch wirklich, also so weit verstehe ich nicht. Also, es tut mir wirklich leid, wenn die erst wirklich, wenn die, keine Ahnung, 12 Jahre sind und zum ersten Mal Pokémon spielen. Selbst dann, nein. Boah, mir scheint der Balranta kein Ding. Du hast doch gar nichts dazu beigetragen, außer den falschen GM-Namen zu sagen. Leck mir eine Füße, ey. Wo kommen diese ganzen Kackboots her? Schrecklich. Meine Fresse, ich kotz gleich im Dreieck, ey. Turtok, mach was dagegen, Sinnflut. So, alles wieder. Einfach die ganze Welt überschwemmen. Kann man wieder ein Erdbeben kommen? Wegschwemmen. Macht keinen Sinn. Ja, ich sag doch, kann immer wieder ein Erdbeben kommen, macht alles keinen Sinn mehr. Cthulhu wird auftauchen und die Welt in ewige Finsternis stürzen. Wo bekommt man das denn her? Oh. Gott, lass Hirn vom Himmel regnen. So, Safari-Zone im Geheimen. Haus. Ist geheim, also such. Wie kann man so doof sein? Ach ja. Dumm Chat zu lesen oder was? Die ist in Fuxania City. Das versteht er bestimmt auch nicht. Aber ich habe jetzt den ersten Orden. Ich will aber jetzt Surfer haben. Ich habe jetzt den ersten anderen Surfer. Da muss ich jetzt weiter haten. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Was heißt denn Spieß? La Zona Safari. Das ach so, okay, das reicht mir schon. Danke. Last Pro Gamer. Ja, genau. Genau. Mir genau. Reicht es auch. Genau, Last Pro Gamer. Mach ihn fertig, komm. Warum hab ich bei dir eigentlich... Ich will das richtig schreiben. Wein nicht so viel rum, Lord Duran. Aber es ist so traurig, euch zu erleben. Lol, WTF wird zensiert. Jetzt auf Battlechat, das kann ich mir nicht mehr durchlesen. Was? WTF? Ne, bei mir steht's noch. Ne, bei mir ist das... Ich hab wahrscheinlich so einen Schimpfwortfilter wieder drauf. Ja. Ich hab noch den Kindermodus aktiviert. Meine Fresse, ey. Wo finde ich Surfer? Oh. Ich kann das nicht mehr. Wir haben den Folgennamen. Auf rumzuholen. Niemals! Wir haben den Folgennamen. Wo finde ich Surfer? Krieg ich das doch hin, dass ich in 6 Minuten ein Level abkriege? Oh, ich glaube, ich gucke nachher noch mal eine Folge Combo Attack von End of Blood von gestern, die war lustig. Okay. Muss ich wieder lachen. Da spielt ihr nämlich hier mit einem von Summoners in mit, der eigentlich sein Vorgesetzter ist. Der brüllt die ganze Zeit rum. Mori, jetzt halt doch mal dein Maul! Niemals! Geil. Sehr schön. Was? Widerworte? Wird nicht akzeptiert.
Weiß auch immer so, aber es gibt immer noch so gewisse Spandau-Entfernungsmomente, die sind einfach unübertreffbar. Alleine wenn zum Beispiel Kutscher irgendwo belagert wird, Max kommt dann gerannt, Kutscher, ich rette dich! Ja, da kommt der Captain! Ja, Captain, rette mich! Sehr Oh, ist nice. so herrlich. Oh, Captain! Captain Blatt! Captain Das Blatt. ist so schön, du musst ja auch mal unbedingt sein, schon der Gefühle von denen angucken, du pisst dich weg vor Lachen. Oh, herrlich. Was haben die alle mit ihrem Salz eigentlich? Ja, sagt man doch, wenn man in League of Legends, wenn man beleidigt ist, wenn man verliert oder andere flamed, dann wird man salzig, also du bist salty. Ja, das sagst du nicht nur in League of Legends, das sagst du Ja. überall. Achso, das haben sie einfach jetzt ins Ja, Deutsche deswegen übernommen. Salzsturm der Gefühle. Wenn die zum Beispiel, da gibt es irgendwo in einer der, ich glaube in der dritten Folge, da unterhalten sich Sola und Hand of Blood und dann kippen die sich kein Zucker, sondern becherweise Salz in den Kaffee rein. Oder Sola bestellt sich ein Happy Meal Menü bei der Teambesprechung, sind sie alle Happy Meal am Essen und Sola kippt einfach eine ganze Packung Jodsalz auf seine Pommes. Greift dann in so einen riesigen Salzberg rein, zieht eine Pommes raus, frisst die, macht so. Kutscher sitzt daneben. Boah! Kotzt Okay. erstmal in sein Happy Meal. Dann macht Kevin sein Happy Meal auf, guckt daran, die reden alle so ganz normal miteinander. Der ist ja Pole. Kurwa! Das Spielzeug hab ich schon! Ich will dein Zola! Und dann so, Zola, nein, Kevin, das ist meins. Und dann rastet Kevin völlig aus, greift über den Tisch und verprügelt Zola. Das ist ja für ein Das ist so Schwachsinn. geil, da geben sie immer so Interviews. Kevin ist sehr nett, freundlich, erfahren und teilt sein Wissen mit uns. Und er ist auch überhaupt nicht gewalttätig. Dann siehst du einfach nur, wie Zola dieses Happy Meal einmal quer die Tüte über den Kopf gezogen hat und Kevin ihn im Schwitzkasten hat. Max mit seinen Krücken, weil er sich ja das Bein gebrochen hat vor ein paar Monaten, versucht, die irgendwie da Ruhe reinzubringen und Kutscher filmt das Ganze mit seinem Handy. Das ist so Bescheuert. herrlich dumm einfach nur. Oh, nee. Piss dich weg vor Lachen. Ich glaub's auch. Dann waren sie beim letzten Mal, bei der letzten Salzstunde der Gefühle-Folge, waren sie bei einer Talkshow, zwei bei Speckpack. Das ist quasi der Talkshow-Moderator Mr. Trashpack. Und dann regt sich Hand of Blood die ganze Zeit, wie bei Brit am Montag oder so, sitzt sie da auf zwei verschiedenen Couchen oder Sesseln und dann beschwert sich Max die ganze Zeit, dass Kutscher scheiße gespielt hat bei einem Turnier und die deswegen verloren haben. Also so regt mich wirklich original wie aus der Talkshow. Max, sag doch bitte erst einmal, was stört dich an Kutscher? Der stinkt! Wie jetzt? Der stinkt! Riech mal an dem, der stinkt! Mr. Bescheuert. Trashpack geht rüber. Kann ich so nicht unterschreiben. Siehst du, Friday Specky? Siehst Night du das? Throwdown Tournament has begun. Aha. Was? Das steht da. Ja, habe ich gerade auch gelesen. What the fuck? Tournament hat angefangen. Haben die beiden Lappen dann auch was geschrieben oder haben sie sich jetzt Weiß nicht, ich habe hingestellt? jetzt nicht mehr drauf geachtet, ich habe es doch auch nicht gelesen. Ja gut, ich auch nicht. Muss man auch gar keine Beachtung schenken. Gar Nee, ich keine bin jetzt in Beachtung mein schenken. Training vertieft, was ich gleich hoffentlich beenden kann. Aber ich habe ja diesen Part ja noch Zeit. Wir haben jetzt wirklich die ganze Zeit nur trainiert und gelabert. Ja, ist auch mal. Ja gut, nicht die ganze Zeit. Ja Die gut, nicht die letzten. ganze Zeit, aber jetzt die letzten zwei, drei Parts bestimmt. Ja, gut. Ist halt so, ne? Ist auf jeden Fall besser als das eine Mal bei unserer Nuzlocke-Challenge, wo Ah, wir ist drei ja. Stunden nur trainiert haben und dann auch noch der Sound bei mir weg war. Dreimal 30 Minuten Training im Stillen. EG. Du hast immer noch einen großen Part davon gemacht. Ich hatte dann komplett jeden einzelnen in 15 Minuten. Das war dann nicht so schön. Nuzlocke! Nie wieder! Bestimmt wieder. Wobei ich da ganz ehrlich immer noch gerne reingucke. Ja, auf jeden Fall. Mann. Es ist teilweise einfach nur so grenzdebil, einfach nur Wir zum müssen es aber fast, echt noch mal fast zum machen. Schämen. Aber lustig. Aber lustig. Das stimmt. Und wir müssten auch eigentlich mal so was wie Left 4 Dead, irgendwie sowas Online-mäßiges. Alter, wäre so Weil wir die geil. ganze Zeit immer rumschreien sind. Das wäre so cool. Boah, ich darf auch niemals ein Minecraft-Let's Play Together eigentlich aufnehmen. Ich habe die Tage mit dem Kumpel Jasper Fun zusammengezockt. Der hat sich so einen riesen langen Minenschacht gebaut. Er ist da unten am Bauen, am Suchen und machen. Und was mache ich? Arschloch, stehe oben an der Treppe und gebe ihm einen Lavaeimer runter. Dann will er nach oben laufen. Ey, was ist das denn? Brutzel! Du Arschloch! Meine Diamanten! Ich so, hoppla. Das war keine Hoppla. Absicht. Also warum machst du das? Ich so, vorhin habe ich Wasser runtergekippt. Da hast du rumgeholt, dass deine Fackeln ausgegangen sind. Jetzt habe ich dir Licht gemacht. Alter, die Sonne geht schon wieder auf im Spiel. Wir haben die ganze Nacht durchtrainiert. Jetzt ist 5 Uhr. Ah.
Ich kann nicht mehr, ey. Boah, an sich mag ich das ja, wenn ich vor Lachen Schmerzen habe. Heute wird es echt anstrengend. Ei, Eieiei. Eieiei. Oiski, poiski. Wo kommt das noch mal her? Oiski, Poiski. Das kommt aus irgendeiner verkackten Kindersendung mit einer Ja. schwimmenden Insel. So ein Maulwurf hat das immer gesagt. Oiski, poiski. Dass ich keine mehr Hochdeutsch spreche, es ist mir auch unbegreiflich. Oh, ich kann nicht Oh, mehr. ja, wir sind auch drüber. Jetzt haben wir 20. Dodo, Jesus, hilf mir, weil ich mach noch Feuerstrom auf das Mietak. Ja, ich mache jetzt noch eben den down, flieg zur. LOL, das überlebt mit einem Kampf. Weißt du, ich mach Feuerstrom auf ihm, das hilft die von fest. Genau! Zu muckelig warm. So eine Feuersbrunst. Das juckt ihn So. nicht. Er ignoriert mich. Okay, alles klar. Ich bin fertig. Ich kann auch nicht mehr. Ja, ich flieg noch eben zur Pokémon. Ich war ganz knapp, bist du gerade offline gegangen? Nein. Du bist einfach verschwunden bei mir. Ich bin weggeflogen. Woran? Alles okay? Wo bist du? Bei der Pokémon League. Achso, ich bin so mit Tiny City geflogen. Ich glaube, ich bin mit meinem Team sehr gut aufgestellt. Ich bin mir bei meinem noch nicht sicher. Ich muss irgendein Turtok oder Nidoqui noch eine Eisattacke beibringen. Blizzard oder so Ja, werde ich bekommen. also im nächsten Part könnt ihr euch schon mal drauf einstellen, werden wir wahrscheinlich noch taktische Kniffe ziehen. Ihr seht, mein Team ist jetzt soweit eigentlich fertig. Was das Training angeht, auf gar keinen Fall, aber ich habe jetzt auch keine Lust, noch ewig nachzutrainieren. Ich denke, ich werde einfach jetzt mal im nächsten Part testen. Vorher natürlich werde ich, oder werden wir wahrscheinlich auch gucken, wie es mit Utensilien aussieht, TMs und sowas, ob wir noch was beibringen können. Mal gucken. Ja, wir gucken dann mal nächstes Mal. Vielleicht Tja. können wir dann nächstes Mal sogar die Liga schon mal in Angriff nehmen. Ich Das wollte ist ja sagen, nicht der vielleicht ist die Level. nächste Aufnahmesession dann auch das Ende der Staffel. Wer weiß. Das wäre natürlich ganz cool, wenn wir mit der zweiten Staffel anfangen könnten. Ich gucke mal so Richtig. mal eben den Leveldurchschnitt. Ja, von 44 bis 50 ist alles dabei. Oder bis 51 sogar, wenn man mein Turtok noch mitzählt. Nicht Ja. schlecht. Okay, da muss ich auch noch gut trainieren. Ja, gucken wir. Sehen wir mal dann, wie es dann weiterläuft. Danke fürs Zuschalten, liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal und haut rein. Ciao.